Ja, ich muss mich noch mal entschuldigen, dass ich hier mit dem RMF-Test so lange rumgemerkt habe. Guckt mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Oh, hier ist schon Staub drauf, Johannes. Eieiei. Naja, dafür geben wir jetzt Gas. Sorry nochmal. Speiste Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Bin hier in Vorbereitung für ein RMF. Ich tue jetzt die ganzen kleinen Batterien vom Falco, lade ich alle mit dem C-Tech-Ladegerät. Die habe ich schon geladen. Die mag er überhaupt nicht laden, die werde ich wahrscheinlich schon wegschmeißen. Weil ich denke mal, die paar Kandidaten reichen. Wir haben ja dann noch die großen Autobatterien. Wieder mal ein kleines Update. Ich lade jetzt alle Batterien, die Autobatterien, lade ich jetzt mal mit dem C-Tech-Gerät vor, dass wir am selben Ausgangspunkt haben. Die habe ich schon und ich wollte euch einfach nur mal fix zeigen. Jetzt machen wir mal die nächste. Das ist ja die krasse vom Besucher. Oh, da hat es ganz schön gequietscht. Wird natürlich mit PV-Strom geladen, ist umsonst die Ladung, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Über Winter hat es nicht genug Energie, Männers, um die zu laden. Ah, guck mal hier. Na gut, die hat ordentlich auf die Mütze gekriegt. Ja, wollte ich mal kurz euch noch zeigen, die lade ich alle vor. Und dann werde ich die einzelnen Dinger vorstellen und so. Ich packe das dann hier irgendwo mit rein ins Video. Ne? Dauert natürlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage noch. So noch ein paar mehr. Hier steht noch eine. Ich habe noch nicht alle hergeräumt. Unten ist auch noch eine. Und naja, werden noch ein paar mehr auf jeden Fall. Ne? Gut. Aufbau ist erstmal fertig. Ich habe hier einen Wechselrichter an die Platte gespackst mit 3 Verbrauchern vorbereitet. Hier sind das immer 30 Watt, 37 Watt, wobei das immer die Einzelleistungen sind. Hier habe ich dann, was ich einschalten kann, sehen wir dann aber hier alles am Display. Ich habe jetzt hier meinen ersten Kandidaten. Das ist eine 45 Amperestunden Batterie. Die habe ich mit dem C-Tech-Ladegerät vorgeladen. Das habt ihr ja schon gesehen. Und ich will jetzt mit euch live das hier anklemmen, weil es sein kann, dass eben der hier gleich zusammenbricht. Stehen jetzt hier nochmal Nullen. Wir haben 12,5. So, bei 45 Amperestunden könnten wir mit, ja, sag ich mal, 4,5 Ampere Dauer entladen. Schließe jetzt mal an, mal gucken, was passiert. Es geht jetzt erstmal an. Sind bei 2 Ampere. Deswegen habe ich mir hier noch ein bisschen was zum Zuschalten gemacht, dass wir auf die Nennleistung kommen können. Wir haben jetzt 27, also wir können 53, 31 und 57. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die 31. Die sind ja nun schon nicht mehr ganz so neu, die Batterien. So, 31. Also ist nicht ganz die Nennleistung der Batterie, aber ist ja keine neue mehr. Also ne, so ein bisschen Kulanz geben wir denen, ne, dass sie nicht gleich zusammen. Aber die scheint, naja, viel wird die nie haben. Ne, wenn jetzt schon bei 12,2, bei 30 Watt, ist nicht viel. Ne. Gut, ich habe mir hier ein Blättel besorgt, klebe ich hier an. Da mache ich mir dann noch eine Liste, beziehungsweise ich werde eine Liste ausdrucken, wo wir das alles drauf schmeißen. Und jetzt muss ich halt bei diesen ganzen Batterien, die hier noch stehen und so, erstmal den Grundentladetest machen. Ich schreibe mir das jetzt auch oft, dass ich die mit 30 Watt entladen habe, dass wir wissen, was wir hier gemacht haben. Dann können wir die erste mit einem RMF mal laden und dann den Entladetest machen, um zu gucken, ob es eben was gebracht hat. Der Wechselrichter ist zuschaltbar mit einem Piepser. Falls mir das auf den Sack geht und die unten rum die Batterien lange halten, kann ich den Piepser abschalten. Ansonsten schaltet er halt einfach ab bei 10,8 oder irgend sowas. Das werden wir vielleicht dann auch noch mal erleben. Hier unten sind die Wattstunden, die er zählt. Daran den Wert mache ich das jetzt einfach mal dann fest. Ne? Mache ich eine Tabelle und alles. Ja, jetzt kommen erstmal die Vorstellung von den ganzen Teilnehmern und dann machen wir mal den ersten Entladetest. Ich bin gespannt, Jungs. Ja. Mein Aufbau hier, doch die Galgenlampe. Achso, die Lampen. Ja, das ist die 37 Watt, das ist eine Glühbirne. Aber wie gesagt, die Werte hier, das gilt nur in unter Einzellast. Ne? Zusammen seht ihr, das ist ein bisschen anders, weil der halt Eigenverbrauch hat. Dann habe ich hier eine 37 Watt Lampe. Nee, Quatsch. Das ist falsch, die ist nicht mehr 37, die hat 16 Watt.
Das ist hier die kleine Lampe. Die hier, kleine LED. Und hier in der Mitte haben wir nochmal 28 Watt. Da habe ich jetzt hier 30, ist nicht ganz so genau. Das geht hier hin, hier oben lang. Und hängt neben meiner normalen Raumbeleuchtung. Ja, damit ich die Entladetest auch klein nutzen kann, kann ich meinen Wechselrichter ein bisschen entlasten. Und habe trotzdem mein Licht. Die ist einfach nur zusätzlich, dass noch ein bisschen mehr Last ist. Gut. Oh, eine Wattstunde haben wir schon beim Quatschen. Ne? 12,2. Naja, gut. So ganz Schrott ist die auf jeden Fall noch nicht. Gut. Scheint ein guter Kandidat zu sein. Ja, ich hätte den Innenwiderstand noch mal messen müssen. Ne? Oh nein. Mist. Dann müsste ich die noch mal vollladen. Ich glaube, ich breche das jetzt ab. Ich breche jetzt hier ab, Jungs. Ich habe den Innenwiderstand nicht gemessen. Huch, jetzt ist es so dunkel. Fehler von mir. Ich lade die jetzt noch mal mit dem Ladegerät. Und dann muss ich erstmal von allen, also die habe ich ja jetzt alle schon vorgeladen hier, muss ich mal von allen den Innenwiderstand noch prüfen. Ah, das habe ich vergessen, Jungs. Ich habe ja ein Prüfgerät und da können wir es natürlich auch prüfen. Ne? Ich klemme die jetzt gleich mal mit euch zusammen hier an. Schalten auf Auto, ne? So habe ich das die ganze Zeit eben gemacht. Ich hatte es euch ja schon mal eingeblendet. Ah, das habe ich jetzt vergessen, Mann. Ist gut. Gehe ich erstmal Abendbrot essen. Hoffen wir, dass die eine Wattstunde oder die zwei, dass die dann wieder drin sind. Und dann messen wir nochmal und dann geht's weiter. So, Ladegerät sagt, Batterie ist voll. Und jetzt messen wir nochmal den Innenwiderstand. Milliohm. 61%, 353, ja gut, ich denke, wir halten uns an dem Innenwiderstand und ja, jetzt entladen wir mal. Mal sehen, wie es dann aussieht. So, er hat gerade abgeschalten, ihr seht, er schaltet selber auch nicht mehr an, zieht jetzt noch 120, 130 Milliampere. Also wenn ich das mal verbummel, ne, und er piept ein bisschen länger, er schaltet auf jeden Fall ab. Wir waren bei 10,8 ungefähr und ja, hat er abgeschaltet. Wir sind bei 213 Wattstunden. Ja, das Ganze mache ich jetzt mit den ganzen Batterien hier. Ich denke mal, es wird ungefähr eine Woche dauern. Ja, und in der Zeit machen wir dann die Begrüßungs-Auspackvideos. Begrüßungsvideo, was laber ich? Ich muss pennen, ist schon spät. Gut, bis später. Hallo miteinander. Heute mal der erste RMF. Vom VEB Bastel Budestube. Oh, ich kann es mir immer noch nicht merken, Johannes. Scheiße. Grüße gehen raus an Johannes. Ja, ich verlinke Johannes seinen Kanal auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, Johannes hat mir Induktions-RMF zugeschickt. Ja, würde ich jetzt mal sagen, Induktions-RMF. Ich weiß gar nicht, ob er hinten noch was draufgeschrieben hatte. Nee, aber guck mal, das sieht schon sexy aus, so ein bisschen. Oh, guck mal, hier sind ja nochmal Magnete oder was? Hä? Okay. Na gut. Leider habe ich eh nur so eine Kuh. Das ist, glaube ich, ein Magnet. Ach, das sind die Magnete von hier unten. Ah, okay. Okay, und zwar ist das die Einsendung vom Johannes mit Pancake-Coil. Ich glaube, es ist der erste Pancake-Coil-RMF, oder? Hallo. Ja, ich würde sagen, wir haben ja hier In- und Out-Taste markiert. Ich werde hier wahrscheinlich noch zwei Klemmen ranmachen. Dann würde ich sagen, schließen wir das Ding mal in mein Labornetzteil. Ich habe eine kleine Batterie. Einfach mal, um zu gucken, ob er geht, ne? Dass wir dann starten können. Und der Entladetest läuft ohne. Es ist bei 11,9 bei der Nummer 3. Ich habe hier schon, ne, wir sind jetzt bei der Nummer 3. Ein paar müssen wir noch. Und die gute alte Glühbirne, ja. Ich habe mich nochmal umentschieden, wenn jetzt doch noch ein paar mehr sind, dann müsste ich ja hier, keine Ahnung, 15.000 solche Krokoklemmen haben. Habe ich nicht genug, beziehungsweise ich habe schon genug, aber leider hat mir der freundliche Chinese hat mir hier ein paar falsche geschickt. Einmal kleine und die schwarzen sind die großen. Bisschen blöd, ne? Naja, ich mache das jetzt so, ich habe noch ein paar bessere Krokoklemmen da, ich nehme die besseren und mache einfach hier eine Lüsterklemme ran und dann kann ich meinen Krokoklemmenaufbau immer an die jeweiligen Geräte schrauben. So, RMF läuft. Ich habe jetzt mal die kleine Batterie rangemacht. Hier, wie gesagt, mit einer Krokoklemme die Batterie klemmen. Dann kann ich, falls bei einem anderen Aufbau die auch noch fehlen, dann einfach hier schnell abschrauben. Ja, das müssen wir noch markieren, hier, was Plus und Minus ist am Ausgang. Da musste ich gerade noch gucken. Und wir sind jetzt mal einfach nur mal testhalber, weil ich habe noch ein paar Fragen bei
13,14 jetzt beim Akku. Eingang habe ich mal 14 Volt und 160 mA zieht er jetzt. Ich denke mal, so grob war das schon mal gedacht. Mir ist jetzt beim Aufbau einiges noch eingefallen. Und zwar, ich lade ja von jedem das hoch und frage jeden, was soll ich hier noch beachten, was muss ich hier noch... Hier steht jetzt zum Beispiel Johannes 22 Volt. Also ich bitte dich auch, das unter dem YouTube-Video zu kommentieren, mir nicht persönlich zu schicken oder so, dass eben die Zuschauer auch wissen und sehen und bla und... Ne, informiert sind und dabei sind. Und zwar, wir laden ja Autobatterien. Ich habe die Möglichkeit, natürlich hier ein 22 Volt Laptop-Netz heranzumachen zum Beispiel. Dann kann ich aber den Strom nicht regeln. Hier ist auch so, wie ich sehe, keine Stromregelung. Was hast du denn hier reingemacht? 47R, das ist ja unnix, meiner. Gut, die Wicklung weiß ich jetzt nicht. Du kennst dich vielleicht besser aus. Die Frage ist jetzt, wie soll ich dann die Batterie laden? Einfach hier 22 Volt ran oder so? Weil wenn der dann 5 Ampere macht, da habe ich, glaube ich, kein Netzteil, was das schafft. Und ja, wäre erstmal so grundlegend die Frage, wie du das geplant hattest. Ich denke mal, sonst kann ich ja nichts falsch machen. Ne? In-out passt, Batterie steigt, er läuft. Nicht, ob man es hört. Warte mal, ich drehe mal ein bisschen hoch. Da. Hört das? Jetzt hört er es, ne? Ich hoffe, die Kamera... macht es nicht raus, weil wir sind jetzt, guck mal hier, schon bei 400 mA und sind gerade mal bei 16,7. Also das Ding macht dann schon, denke ich, ein paar Ampere, vermute ich mal. Gut, er läuft auf jeden Fall und die Frage ist halt, was schließe ich jetzt hier an Eingang, was muss ich noch beachten, was willst du vielleicht auch noch unseren allgemeinen Zuschauern dazu sagen und vor allem, wie bist du auf die Idee gekommen, mega cool, Digga. Und zwar habe ich hier ja unser selber gebautes Labornetz, das hast du ja auch. Ne? Du hast ja dasselbe gebaut wie ich. Oder wir haben dasselbe gebaut, so rum. Zusammen. Hashtag gehen raus, Step Ups, ne, Johannes. Und zwar, du hast es ja vielleicht sogar mit dem Labornetz abgestimmt, gebaut, etc. Also ich könnte anbieten, dass ich eben das Labornetz hier nehme. Also, ne? Dann kann ich ja Strom und Ampere alles regeln. Weil das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie viel Ampere das kann. Ne? Wenn der jetzt 10 Ampere macht, bei so einer kleinen Batterie ist halt zu viel. Ne? Dann müsste ich ein bisschen wahrscheinlich über die Ampere dran. Gut, genug gequatscht. Jetzt ist deine Zeit, Johannes. Hau mal alle Kommentare, spam mal alles voll. Und ja, also Teilnehmer Nummer 1. Wir nennen den Induktion, oder? Das finde ich geil, ne? Eigentlich müsste noch... VEB hier drauf. So, jetzt haben wir es nochmal. Hast du aufgegeben, Johannes? Scheiße. Hat sich jetzt VEB genannt? Und es ist Ed Fastel. Alter! VEB Bastelbude! Mensch, aber jetzt brauchst du mir nicht mehr merken, jetzt können wir dich alle VEB nennen. Scheiße, hättest du mal hier noch VEB drauf geschrieben, ne? Na egal. Ich werde auf jeden Fall deinen Kanal verlinken, ne? In der Beschreibung. Gut, haben wir's. Geile Sache auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Einsendung auf jeden Fall. Und... ja, ich gucke jetzt mal alle durch, ihr gebt alle mal Rückmeldungen und so, falls ich jetzt hier noch was machen muss und so. Und dann starten wir mit der ersten Ladung. Hallo, Männer, die nächste Einsendung liegt schon etwas länger da. Ihr wisst Bescheid, hier ist auch Rückgeld mit drin, dass ich das Gerät zurücksenden kann. Das ist der RMF vom Björn. Und ja, ach guck mal, hier ist sogar noch ein Relais. Hä? Okay, Ringkern mit getrennten Wicklungen. Das ist schon mal interessant. Aha. Ja, okay. Ich packe den mal aus hier. Hier ist noch ein kleiner Zettel dabei. Ich habe schon gesehen, hier ist auch ein Schaltplan und so. Und dann gucken wir mal rein. So, ich habe den jetzt mal ausgepackt. Und hier war die Wicklung ein bisschen nach unten gedrückt. Ich wollte die schützen, dass die nicht hier unten rangeht. Und guck mal, was passiert ist. Jetzt ist hier ein Kabel ab. Scheiße. Und ich habe gerade gerafft, dass das... ich will euch den Text jetzt nicht zeigen hier. Das ist ein Relais-RMF, Jungs. Da ist gar kein Transistor. Ich dachte erst, hä, was will denn der mit dem Relais? Und hä? Extra Pulse? Das ist ein Relais-RMF, what the fuck? Krass, was schickt ihr mir für geiles Zeug? Ah, das ist ja geil. Ey, Digga, da bin ich selber nicht da. Da hast du härtere Pulse. Ah, das ist ja schön. Das gefällt mir, Digga. So, glücklicherweise hast du ja einen Schaltplan mitgeschickt. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, welcher Anschluss vom Relais jetzt hier abgegangen ist. Und ich löte den natürlich wieder an. Aber das ist wieder ein Ultra-Fehl, ne?
dass ich jetzt hier das abgefummelt habe. Scheiße. Es sieht so aus, als wenn das hier oben mit dran geht. Naja, ich mach mal hier Re-Engineering und guck mal, wo der Draht hingehört. Aber ist schon mal mega geil. Am Eingang ist hier auch gleich ein Netzteil dazu. Hier ist ein Gleichrichter selber gebastelt. Ah ja, Björn, krass, ne? Bin ich jetzt gerade ein bisschen... Ich dachte mir, du hast ja im Text ja geschrieben mit dem Relais. Ich dachte, du hast das in Reihe oder aber dass du schaltest damit. Also Props gehen auf jeden Fall mega geil auf jeden Fall, ne? Ich lege das Ding jetzt mal zusammen, dann testen wir mal. Und ja, dann reden wir weiter. So, ich habe den Aufbau jetzt mal gemacht. Ich habe die LED ist auch schon, die Klimmlampe mit der zweiten Windung ganz hier oben an den Dings ran gemacht. Ich hoffe mal, das war richtig. Weil wenn ich jetzt mit dem an die Batterie gehe. Das ist aber ohne, dass ich was drin habe. Das Ding läuft also von Batterie schon, oder was? Ich hoffe mal, ich habe ja nichts falsch zusammengelötet oder so. Das Problem ist, bei dem Schaltplan hier, mein Guter, ist hier eine Spule und hier eine Spule. Du hast aber ja eins... Ja gut, du hast die Spule als... Also du hast ja hier einen dicken Draht drauf gewickelt und unten drunter ist ein dünner Draht. Die sind hier an der Mittelanzapfung zusammen, aber hier hinten nicht. Hier sind sie getrennt, oder? Das ist abgegangen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, die sollen schon getrennt sein hier, ne? Gut, wie gesagt, habt das wieder angelötet. Ich werde jetzt einfach mal mit euch zusammen einstecken und hoffen, dass nicht alles explodiert. Nee, Spaß. Ich denke mal, da wird es schon laufen dann. Okay, läuft. Jetzt machen wir mal die Batterie dran. Okay, Geräusch ändert sich. Hat er ordentlich gefatzt. Also das Gerät funktioniert auf jeden Fall. Wie gesagt, die Batterie ist nur zum Testen. Die ist nicht so besonders gut. Jetzt gucken wir mal, ob das hier grob was anzeigt. 900 Milliampere. Ne, 1 Ampere hast du geschrieben. Würde ich sagen, haut auch hin. Ich mach mal wieder auf. Ja. Ja, hast du noch was dazu zu sagen, auf was ich eventuell achten muss? Ich habe jetzt schon gesehen hier, dass wenn ich einfach anklemme, ne? Ja, hau du noch mal was in die Kommentare dazu. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Einsendung. Und da das jetzt so verschiedene Dinger sind, kommt mir gerade so die Idee, wahrscheinlich wollt ihr auch mal die Ostsee-Bilder sehen von den Geräten, oder? Aber ich habe keinen Bock mehr, mein neues Ostsee-Gleit zu zerschießen, weil der macht bestimmt ordentliche Back-EMF-Pulse, ne? Na gut. Ja, also läuft auf jeden Fall Aufbau Nummer 2. Ich hoffe, ich habe das hier richtig gemacht. Ich habe, wie gesagt, ne, der war ab hier. Den habe ich hier oben wieder mit rangelötet. Das war so das Logischste. Ich hoffe mal, das ist richtig. Kann ja schon sein, dass ich es jetzt falsch gemacht habe. Ne? Wie gesagt, ich kann es anhand des Plans, tut mir wirklich leid, aber ich weiß nicht, hier ist NC oder irgendwas, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Hau doch mal was in die Kommentare oder das muss man in Discord mal kommen, wenn du sagst, hey hier, du hast hier irgendwas falsch gelötet oder so, dann müssen wir uns mal irgendwie noch mal kurz schließen, weil hier über Videos kommunizieren und so, das ist ein bisschen langwierig. Gut. Auf jeden Fall mega krasse Einsendung. Haut ihr mal die Zuschauer was in die Kommentare, ob wir dann im Betrieb mal uns das alles angucken wollen, ob wir mit Ostsee. Muss aber noch mal gucken, dass ich mir mein Ostsee nicht zerschieße. Ne? Und jetzt habe ich gerade gesehen, da ist ja noch was drin. Ich räume jetzt mal hier weg. So funktioniert ja die Schaltung, so kann ich so benutzen. Gucken wir uns jetzt mal, was in dem zweiten Karton ist. Oh, wir sind ein kleines Zusatzbäckle. Eli Deutsch. Okay, das ist der Film Eli oder was? Den kenne ich, falls das der ist. Und hier haben wir noch eine Kiste mit Haufen Bauteilen. Warte mal. Thorsten LED-Treiber Bausatz nach Bob Thiel. Okay. Soll ich das einen Thorsten geben oder was? Kann das sein? Thorsten LED-Treiber. Oh, die guten DDR-LEDs. Ein Ringkern. Das wird bestimmt so der Lüftkondi oder so. Und ich habe keine Ahnung, was hier alles drin ist. Ja, ist das eventuell für den Thorsten? Jetzt steht es hier, Thorsten will ich nicht unbedingt aufmachen, wenn das für ihn gedacht war, das Becken. Stand das alles drauf? Ah, guck mal, NBN. Ha, hab ich gar nicht gesehen gleich. Sehr schön.
Perfekt. Hast du die außen war hier auch? Nee, darf ich nicht zeigen. Egal. Auf jeden Fall, hau mal noch in die Kommentare. Hier, ist das für mich oder für den Segler und Bob? Den kann ich, der ist bestimmt für mich hier zum Angucken mal, oder? Hau da mal noch was in die Kommentare. Der Günther Renf. RMF Challenge. Danach NBN oder behalten. Ah, okay, das ist einer, der will mich zurückgesendet haben. Ah, farbliche Dinger hier. Hä? Das ist ein Netzzeigehäuser, oder? Das sind hier Heißleinkleber mit Farbe. Und das Gold oder was? Also ähnlich. Ja, cool. Vielen Dank. Da können wir ja farblich mal was zusammenschmieren. So, was haben wir denn hier? Aha, das ist doch hier so ein Manville-Netzteil-Ding oder naja, irgendein Netzteil. AGGU V3,14. Aha. Saft rein. Okay, also Hashtag NBN, geil. Ja, Heavy V3,14. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ist der jetzt für. Ich denke ja schon, dass der für 12 Volt ist, oder? Willst du nicht hier irgendwas kaputt machen? Ich würde sagen, wir gehen hier mal an Eingang. Vorsichtig gehe ich mal mit der Spannung rein und gucke mal, was am Ausgang. Ich probiere nochmal aus, ich bin gleich da. Okay, 12 Volt LED am Ausgang leuchtet schon mal bei 7 Volt Eingang. Ich bin ein bisschen verwirrt, Digga. Was ist denn das jetzt? Warum steht hier 3,1? Ja gut, vielleicht ist es. Ja gut, dafür sind nur die Videos. Wie hast du dich genannt? Günther Renf? Sag mir mal Bescheid. Na gut, beachten gibt es hier wahrscheinlich nicht viel. Wichtig ist hier eine Sicherung drin auf dem Weg. Das wäre mir mal noch ganz lieb, damit ich, wenn keine drin ist, mache ich hier mal noch eine Sicherung rein, weißt du, weil ich will es ja doch mit ein paar Stunden dauern, das Laden. Ich wäre in der Nähe bleiben schon, auch wenn doch was passiert, muss ja nicht irgendwas abbrennen oder abqualmen oder so, dass ich hier eventuell, sag mal bitte, ob hier eine Sicherung drin ist oder nicht im Eingang. Ja, 12 Volt geht, ich stelle mir jetzt mal auf Batterie um. So, jetzt bin ich bei 7 Volt, ich habe die Batterie mal dran, wir sind bei 13 Volt. Die Batterie ist übrigens kaputt, die schwarze, ne? Gucken wir mal, wann er losmacht. 16 Volt circa. Ich weiß nicht, ob ihr das Feature gehört habt. Genau, da war jetzt auch mal interessant, was soll ich jetzt hier... das ist langsam so ein bisschen komisch. War da noch ein Zettel bei oder was? Ja, auf was soll ich den einstellen? Das müsstest du mal noch in die Kommentare hauen. Ne? Eingangsspannung. Soll ich den mit 19 Volt? Ich glaube, ich war auf 19 Volt geplant. Ne? Musst du mal noch in die Kommentare hauen, was ich hier Eingangsspannung draufgeben darf oder ob ich es wie beim Johannes mit dem Labornetzteil selber entscheiden soll. Ne? Da wäre aber trotzdem mal interessant, was maximal Ampere gedacht sind. Die Kabel sind ja ziemlich dick. Gut, hau da mal was raus dazu und in diesem Sinne gucken wir uns dann den nächsten an. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Déjà-vu. Ich glaube, ich hatte schon mal ein Video zu dem gemacht. Ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich mache das einfach nochmal. Scheiß drauf. Und zwar haben wir hier, das ist glaube ich die Sendung von Mike Tech. Glaube ich. Ich hoffe, das springt das jetzt nicht durch. Warte mal, hier steht doch was. Maiko, beziehungsweise, ja, Maiko, ich denke, das ist Mike Tesch, ne? Das müsste ich mir nochmal drunter schreiben, das ist nochmal verlinkt ordentlich, ne? Gut, hier, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Déjà-vu, ich glaube, wir hatten da schon mal, du hast mir das auch schon mal geschrieben, aber ehrlich gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, was das hier war. Du hast anscheinend hier auch mehrere RMF eingeschickt, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht von jemand anders. Hier steht jetzt RMF PNP Challenge und... Okay, pass auf, ich packe hier mal alles aus. Ja, jetzt bin ich ein bisschen baff, ne? Jetzt haben wir hier einen riesen Ringkern in der Dose. Warte mal, ich denke, die kommt so rum hin. Ne? Denke mal, ich soll die Dose zulassen, oder? Ich werde die nie aufmachen, oder? Obwohl? Nee, das ist der Transportsicherung. Oder? Was ist denn, wenn ich das jetzt hier aufmache? Guck mal, das ist der Transportsicherung gewesen. Haha! Die Büchse der Pandora geöffnet hier, ne? Oh, das ist ein riesen Ringkern hier, ne? Lego mio. Ja, ich denke, das war Transportsicherung, weil hier ist ja auch ein Ventilator drin. Ich dachte erst, dass es hier ein USB-RMF ist. Das ist aber für den Lüfter. Okay, also das muss ich extern anschließen. Okay.
Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen den Deckel wieder zu. Warte mal, ist hier ein und Ausgang? Oi, Digga, echt jetzt? Hast du ein und Ausgang nicht markiert? Ach, mein Schatzi. Okay, das fummel ich dann mal raus, was ein und Ausgang ist. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das alles von dir war. Das jetzt in den Karton, das hätte ich ein Stückchen her, ne? Schande über mein Haupt. Weil wenn, wäre das ja wieder mega krass. Hier ist in der Einsendung noch, wie gesagt, ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob das von dir ist, wieder mit einem Relais. Ach, das Relais muss ich noch einsetzen, oder was? Okay. Plus I, also ich denke mal, hier oben ist Eingang. Hä, wieso haben wir noch drei Kabel? Okay. Also Mike, da müsstest du mir hier auch noch mal was dazu sagen. Also das ist ja der nächste Relais-REMF. Aber da hat er noch mal drei Transistoren drauf. Okay. Das ist ja interessant. Also auf jeden Fall schön gemacht hier. Aber dazu musste mir mal noch hier irgendwas, was Eingang ist, was Ausgang ist. Das Eingang, das plus Ausgang und beider Minus oder... weiß ich jetzt nicht. Das muss ich mir noch ein bisschen beiseite tun, bis du geantwortet hast. Und hier haben wir noch mal PNP REMF in Klammern Challenge. Jetzt muss ich hier erstmal einen Abschluss machen. Also Mike Deck, vielen lieben Dank für deine Zusendung. Ach nee, den müssten wir ja noch testen. Moment, ich hatte jetzt ja das andere schon ausgepackt, der war aber nicht von dir. Ich glaube, die zwei sind von dir. Ich klamüse jetzt mal aus, was Ein- und Ausgang ist. Steht das hier irgendwie? Nee, ne? Okay, ich gucke mal. So, REMF läuft. Ich muss wahrscheinlich mit der Eingangsspannung noch ein bisschen. Jetzt hat es gerade geblinkt. Oh, das ballert ja wie ein Relais. Okay, Lüfter geht auch. Ich vermute ja mal, ich muss das offen lassen, oder? Hast du doch ein paar LEDs drin, okay. Leider auch kein Schaltplan dabei. Aber vermutlich ist es ein normaler REMF-Schaltplan. Die Kondis Minus, der ist irgendein Minus, ist am Eingang. Was hast du hier mit den LEDs gemacht? Gehen hier unten nochmal an irgendwas. Okay, also die Schaltung läuft auf jeden Fall. Hier habe ich aber dasselbe Problem, dass ich die Werte nicht kenne. Ich mache das hier, am Ausgang kommt dann auch die... Hä? Ja, moin. Das ist komisch, ich habe alles abgeklemmt. Sind es nur noch die Kondis? Der blinkt doch ab und zu mal. Guck mal, alles abgeklemmt. Oder das ist noch da. Der Wendy. Ne? Hä? Also, ich mach mal Licht aus. Guck mal, die LED. Hä? Was hast du denn da gemacht? Ich weiß halt nicht, ich denke mal, ich soll den offen lassen, oder? Soll ich den zumachen im Betrieb? Das wäre halt auch noch so eine Frage. Der blinkt hier, obwohl gar nicht mehr angeschlossen ist. Was ist denn hier unten? Ach, das ist ein Temperaturschalter oder irgendwas. Okay, also hier müsstest du auch mal reinhauen. Was soll ich hier an den Eingang machen? Wie gesagt, am Ausgang kommt dann die fetten Batteriekabel. Ja, bis wie viel Volt kann ich gehen? Oder soll ich einfach 19 Volt ranmachen? Oder da musst du mal ein bisschen was in die Kommentare pfeifen. Klingt ab und zu hier, ne? Oh moin. Das ist ja krass. Und ich vermute, der war, glaube ich, auch von dir. Falls ich jetzt hier einen Fehler gemacht habe und der nicht von dir ist, haut das bitte auch mal in die Kommentare oder denjenigen, den da gehört. Sorry, Jungs, ich habe das ist jetzt so lange her, ich hatte das alles ein bisschen in der Ecke liegen. Und kann sein, dass ich was durcheinander gebracht habe. Ne? Gut, oh, au, au, au. So, das mache ich hin. Mic Deck unbedingt. Ich brauche hier die Werte. Wie viel Ampere und maximale Spannung. Vielen lieben Dank für deine Einsendung schon nochmal. Und ja, ich bin gespannt. Also fettes Ding hier, ne? Also so ein riesen Ringkern. Da müsst ihr ordentlich Spannungsspitzen machen, so mal supi, ne? Nächste Bäckle ist von unserem lieben Astra Kater. Ein PNP REMF für die Challenge. Oh, super. Geil. Da hast du ja wieder Mühe gegeben hier, ne?
Guckt euch das mal an. Schön beschriftet, Außeneingang. Das ist für mich sehr wichtig, dass ich da nicht viel gucken muss. Wäre aber jetzt irgendwie das Problem. Und oh, guck mal, hier ist ein Jumper. Aha, okay. Aber ich glaube, der ist der für immer, oder? Okay, da musst du mir mal sagen, für was der Jumper hier ist. Was ich da... das ist ja komisch. Warte mal, das ist... Was heißt denn du hier? Was ist denn das hier überhaupt? Das ist... Das ist doch... Was hast denn du hier gemacht? CMBR 10100 heißen die Dinger. Drei Stück. Unten steht noch K3TEG, oder? Da jetzt. EG. TEG, genau. CMBR. Okay. Ja, Astra, könntest du mir da... Hier steht es ja nochmal von Astra, der auch mein Ostsee mir gespendet hat. Vielen lieben Dank nochmal, mein Guter. Wenn du mir wieder mal was schickst, könntest du mir mal hier Astra Kater schicken. Da klebe ich mir dann hier aufs Ostsee drauf. Nur am Rande. Okay, ein Ausgang ist markiert, aber ich habe hier auch wieder das Problem. Da, das sieht krass aus, ne? Hier, oder? Jawohl. Ich habe hier auch wieder das Problem, dass hier leider keine Eingangsspannung war. Ich glaube, ich hatte damals gesagt 19 Volt oder irgend sowas. Ne? Ich will aber euer Zeug nicht hier kaputt machen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier mit 8 Volt oder irgendwas, gehe ich mal vorsichtig ran, ich baue das jetzt mal schnell auf. Und dann gucken wir mal, ob es läuft. Und dann bräuchte ich zudem auch nochmal die exakten Daten. Ampere und was ich mit der Spannung reingehen soll. Eventuell auch eben Autobatterie und eben Mobilbatterie. Da weiß ich jetzt auch noch nicht, wie ich das mache. Ne? Habe ich mir noch nicht so richtig überlegt. Gut, ich klemme mal an. Bis gleich. So, Schaltung läuft. Wenn ich aber das Quietschen hört, ich gehe mal ein bisschen hoch. Jetzt müsst ihr das hören. Sind bei 10 Milliampere. Okay. Ja, Schaltung läuft auf jeden Fall. Ich habe das mal schnell mit Krokoklemmen angeklemmt. Hier mache ich dann auch die Batterieklemmen raus. Ja, funktioniert, Subi. Und interessant wäre jetzt noch... Ja, wie gesagt, bitte schick mir mal den Schaltplan, damit ich den mal in kommendes Video rein kann. Oder, ich weiß ja nicht, ob ihr dazu schon Videos auf euren Kanälen gemacht habt, dass ich die dann eventuell auch noch mal verlinke. Ist ja schon ein Stückchen her, ne? Also funktioniert auf jeden Fall. Hier bitte noch mal eingangs maximale Ampere und Spannung angeben, dass ich hier nichts verkehrt mache. Und was für was ist der Jumper? Ja, vielen lieben Dank für deine Einsendung auf jeden Fall. Und ja, weiter geht's.